Assalamu alaikum, meine Lieben. Hier ist wieder die Khadija, die Deutsche am Nil. Ja, ich habe, wie ihr seht, ungewöhnliches Fotobild. Ich habe schon angefangen zu kochen. Dann dachte ich mir, komm, ich zeig doch mal, was ich da so vorbereite. Ich mache das erste Mal ein. Ich wollte eigentlich das erstmal vorkochen. Dann dachte ich mir, ich kann ja auch mal das erste Mal abfilmen. Wenn es nicht gelingt, ist auch egal. Dann haben wir was zu lachen. Ja, ihr seht, ich habe euch ja versprochen, ich mache Konafa. Na, Konafa. Hier habe ich das Hackfleisch schon mal in ganz viel Knoblauch angebraten und noch nicht gewürzt, nichts. Ne? Gewürze mache ich italienisch. Also ich habe ja hier dieses Napolitana, genau. Und ich mache noch Mais rein, dass es mehr wird. Gouda, wir haben zwei Packungen, aber die schmeckt so lecker, da haben wir schon die Hälfte weggefressen. Aber es ist, ja, wir haben ja noch Mozzarella. Ghee, Butterschmalz, das werde ich jetzt gleich im Mixer. Nee, halt, wir haben Stromausfall. Ja, geht ja gar nicht. Oh nein. Ja, dann, was mache ich dann? Das ist die Frage. Ja, das ist natürlich jetzt. Ich dachte mir, ich koche mal schnell was, weil wir haben voll Hunger, aber wir haben schon seit 3 Stunden Stromausfall. Und ja, wir müssen ja auch was essen. Dann dachte ich mir, ich koche mal schnell das Gericht, weil das war heute geplant, bevor das Hackfleisch mir kaputt geht. Aber jetzt kann ich doch nichts machen, weil das kommt gerade aus der Gefriertruhe. Das kann ich nicht so. Oder vielleicht probiere ich es mit dem Messer. Wir werden sehen. Okay, wie gesagt, ich glaube, das wird was zum Lachen. Aber definitiv lecker. Und Bechamelsoße möchte ich noch machen dazu. Mal sehen, wenn ich, wie es wird. Oder reicht schon diese Soße aus? Wir werden sehen. Vor lauter Aufregung, ich weiß gar nicht, ich habe jetzt gar nicht im Video geschaut, habe ich euch erzählt, was wir überhaupt kochen? Nee, gell? Wir machen Kunafa-Lasagne, habe ich mir gedacht. Ja, und die Kunafa gingen sehr gut, das habe ich schon wieder vergessen. Na, ich habe die ja immer gleich in Mixer, aber guckt mal mit der linken Hand, zick. Weil die ja aus der Gefriertruhe kommen. Leute, wir haben hier den kreisrunden Stromausfall. Ich bin nicht meiner selbst. Ich habe schon die ich habe schon die Salsa-Soße, also die Tomatensoße mit dem Hackfleisch und auf dem Ofen. Die kochen gleich. Ja, ich werde das jetzt hier ein bisschen mit Salsa vermischen, aber nicht so viel, weil es wird ja noch hier mit Tomatensoße getränkt werden. Ja, und dann freue ich mich aufs Belegen. Das geht ratzfatz. Nächster Schritt, also ich habe ganz viel Butterschmalz erstmal unten rein, das Ganze wieder drauf, schön nochmal durchgemischt und jetzt Mozzarella drauf. Jetzt möchte ich das Ganze belegen, ne? Und da kommt natürlich viel Käse. Und es ist das erste Mal, dass ich mich traue, sowas zu machen, warum auch nicht? Die Ägypter, also ich habe jetzt im Internet mal geschaut, ich habe das noch nie gesehen und warum sollte es nicht auch geben? Konafa-Lasagne. Wenn es schief läuft, wissen wir, warum es das nicht gibt. Deswegen erstmal ausprobieren und dann sehen. Na, ich mache einmal alles so auf freie Schnauze. So, zack. Hier diese Punkte seht ihr noch von Ägypten hier. Das war der letzte Wurstaufschnitt, wo er gemacht hat. Hier auch. Ja, wenn man nicht sterben, kommt mit in den Topf. Ja, jetzt tun wir gleich die Hackfleischsoße drüber. Dann wieder Konafa und oben den Rest vom Käse. Ich mache doch kein Bechamel. Yalla, keine Zeit, keine Lust. Viel zu heiß. Könnt ihr aber natürlich machen, wie ihr wollt. Und ich bin gespannt. Na? Ich arbeite hier mit Ofen, mit Licht extra. Es ist wirklich draußen 40 Grad, 39 Grad, ein Traumwetter, 39 Grad. Aber mit Stromausfall wird das Traumwetter schon wieder gleich. Ja, es ist heiß. Okay, so, jetzt kommt gleich das Hackfleisch. Ja, das hat was Vegetarisches. Das hat was Mexikanisches, wollte ich gerade sagen. Vegetarisch ist witzig. Ja, ich habe die Hackfleischsoße jetzt drauf und ja, könnte man noch ein bisschen Mozzarella jetzt drauf machen, ist auch eine gute Idee. Und den Rest Soße mache ich oben drauf, damit die Konafa. Und diese Konafa hier werde ich jetzt, die oben drauf ist, die werde ich nicht so voll machen mit Öl, sonst wird das zu eine ölige Geschichte. Die wird in Tomatensoße getränkt. Ja, und oben dann ganz viel Käse. Ja, und dann schauen wir mal, wie wir das essen später. Der Clou ist, ob das dann auch noch okay ist, wenn man die kalt schneidet.
Ob es dann nicht zu hart wird, wir werden sehen. Na, lecker schmecken tut's bestimmt. Also da bin ich ganz von überzeugt. Weil was soll daran nicht schmecken? Na, also das ist Nudelteig mit, das ist wie Spaghetti Bolognese, nur mit ägyptischen Fadennudeln. Also da kann man nicht viel falsch machen, oder? Ja, schade, dass ihr das Konafa nicht in Deutschland bekommt. Schreibt mal in die Kommentare, habt ihr so eine Möglichkeit? Ich glaube, manche türkische Geschäfte machen an speziellen Tagen oder Festen auch diese Konafa. Auf Türkisch heißen sie Künefe. Kü mit Ü, Künefe, habe ich schon gelesen. Ja, und ich denke mir, dass man das auch so machen kann. Ansonsten weiß ich nicht, wie man, was man da als Ersatz nehmen kann oder selber machen. Aber wie willst du das machen? Das sind ja so dünn. Halas, halas, halas. Jalla, weiter geht's. Hier geht's weiter. Also die nächste Schicht Konafa ist drauf. Und ja, das ist kein Nachkochvideo oder Kochvideo, sondern ein Experiment. Ja, die Kunafa ist jetzt hier getränkt. Alles, was nicht getränkt ist, wird mit Käse zugeknallt. In der Hoffnung, dass es wird schon okay sein so. Ja, wie gesagt, Experiment. Ich habe das noch nie gemacht. Und wenn es gut ist, mache ich es wieder. Wir haben ein Geschäft. Mein Mann sagt, er hat ein Geschäft, wo Kunafa das ganze Jahr über anbietet. Also, jala. So, das war's. Jetzt noch Mozzarella und ab in den Ofen, ne? Also ich würde nur sagen, ich weiß auch nicht, wie lange, ne? Wir werden testen. Ich werde euch berichten. Fast fertig, jetzt nur noch in den Ofen. Ich mache noch eine Prise Salz, weil die Mozzarella mir ja, geschmacksneutral ist. So ein bisschen Geschmack muss ja auch sein von oben. Wenn ich das so sehe, denke ich immer, wenn meine Schwiegermutter jetzt reinkommt oder mein Mann, ne, genau gleich, fassen sie sich erstmal an die Brust und sagt, oh, die Schwiegertochter, meine Frau, die kocht wieder. So viel Zutaten braucht die. Oh, das ist teuer. Ja, von dieser Mozzarella hätte die vier Lasagnen gemacht. Ja, hör mal auf. Das muss schmecken und hey, wer ist denn von euch kein Käseliebhaber? Alles zerschmolzen miteinander. Und wenn man das dann so rausnimmt, wie so eine richtige, diese Käsefäden, na, das ist doch lecker. Genau, und auf das braucht man hier. Okay, meine Lieben, jetzt geht's ab in den Ofen und ich schätze mal so 20 Minuten, aber nee, ich glaube eher mehr. Ha, wir werden sehen, sobald es ja goldbraun ist. Aber trotzdem muss ich auch aufpassen, die Konafa. Aber das ist ja voller Salsa, die sind aufgesogen, die können nicht kaputt gehen, verbrennen, die sind gut im Saft. Okay, let's fetz, das Experiment beginnt. Yeah, der Strom ist wieder da und perfekt, die Lasagne ist fertig. Mausi, ach der Jonas, riechst du schon? Wir essen jetzt. Die Gigabest, stopp. Warte, warte, warte. Typische ägyptische Situation: Mein Sohn kommt und sagt, die Tante braucht ein Fleischermesser und will das größte Messer nehmen und damit auf die Straße gehen. Hat das geht nicht. Der Kleine ist 4 Jahre, wenn der hinknallt, das Messer in den Bauch hat, dann geht es geht nicht. Dann habe ich gesagt, dass die Tante soll selber kommen, wenn sie was braucht. So, jetzt, ich habe Hunger, ich sag's euch, wir haben schon mittlerweile 15 Uhr und noch was. Wir haben immer noch nicht gegessen. Hast du Hunger? Nee, Kartoffeln. Ah, der hat schon gegessen. Ja, die essen halt hier in jedem Haus, die warten nicht. Ich kann ja nicht in die Häuser gehen und dort mich vollmampfen. Die Kinder können das. Okay, Leute, wir schneiden das Ding jetzt mal an. Also, das war jetzt ungefähr eine halbe Stunde im Ofen und ich wollte jetzt nicht noch länger lassen. Also, wir werden sehen. Überraschung. Also Leute, ich glaube, es ist nicht schlecht geworden. Und ich habe es noch nicht probiert. Es riecht auf jeden Fall fantastisch. Und die Konafa sieht auch lecker aus. Kann ich mal. Mausi! Komm mal bitte. Also, das sieht nicht schlecht aus. Komm mal her. Du darfst jetzt mal vorkosten. Moment. Jetzt kann ich loslegen. Nicht schüchtern sein. Hau rein. Und sagt die Wahrheit. Das ist unsere normale Spaghetti-Soße, wo wir immer. Junge, stopp das. Na? Lecker. Lecker! Also, das ist. Willst du auch probieren, Junge? Dann geh mal rüber auf die andere Seite. Guck
Der schält mir hier schon Kartoffeln. Was machst du da? Also, nee. Achtung, heiß. Genau so muss es aussehen mit den Schlieren da, mit diesem Käse. Lecker? Ja. Super, okay. Ich kann es auch nicht mehr. Hast du auch schon was gegessen? Ich habe gerade mit dem Opa was gegessen. Was hast du denn gegessen? Brust und Manufet. Kein Fleisch? Opa hat das letzte Fleisch gegessen. Der Opa. Siehst du, hier in Ägypten kriegen die Eltern, die Alten das Fleisch, die Jungen nicht. Stell dir das Ding vor. Dann hat er wahrscheinlich nur ein Stückchen gehabt. Komm, wir haben hier Fleisch. Don't worry. Willst du auch einen Teller, Jonas? Ja. Chalas. Ja, dann essen wir jetzt. Also guten Appetit. Piep, piep, piep. Wir haben uns alle lieb. Piep, piep, piep. Guten Appetit. Genau. Also, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch. Wie immer. Wir hätten nichts dagegen. Und was noch? Ja. Probiert es einfach nach. Wenn ihr an Kunafa kommt, es ist ein Gedicht. Ich sag's euch. Bismillah, bismillah, lecker schmecke. Oh, tust du die Haare weghalten, der Mausi. Ja, die hat noch immer rot, die wäscht sich die Haare, aber ist immer noch drinne. Also, guten Appetit, Habibi. Piep, 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 guten Appetit. Moschelema, boi, boi. Guten Appetit. Ade, Bizip.